Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Eine Folge, ein Let's Play, was man auch bei jedem anderen YouTuber sehen könnte, aber ihr guckt es ausgerechnet bei mir. Was zeigt, dass ich besser bin? Nein, bin ich nicht. Ich bin einfach nur ein letzter Dreck. So. Was können wir momentan machen? Ich wollte mich noch mit der Inneneinrichtung dieser Bude da beschäftigen. Was? Oh Mist, wir haben die Karnickel schon wieder irre gemacht, ne? Bei den Hasen, da überlege ich mir auch schon eventuell mal einen leistungsfähigeren Käfig zu bauen. Für die Viecher. Na, ist doch zum bekloppt werden mit denen. Auf jeden Fall, hier haben wir ja unseren Stall. Wisst ihr ungefähr, wie viele Ressourcen das hier aufgebraucht hat? Könnt ihr euch das hier ungefähr vorstellen? Ihr alle? Hä? Ja, stattdessen grast ihr hier nur. Volle Säcke hier. Gut, aber ansonsten, ich glaube, man kann sich das schon so leicht vorstellen. Hier so Küche, ne, hier dann so, hier so der kleine Eingang. Ne, hier zu den Pferden das, ne, hier so der kleine Schlafplatz des Bauers. Hier der Esstisch, den ich deutlich hübscher gemacht hätten können. Ich habe einfach schlichtweg zu faul war. Wir haben doch schon mal einen Pisten gebaut, ne? Ja, aber. Müssen wir kurz mal hier runtergehen. Ich hab schon ein bisschen Schiss, ne? Wir müssten mal, ob sie. Also, wir bräuchten wirklich mal. Also, ich habe echt das Bedürfnis, mal wieder in eine Höhle zu gehen, weil in der Wüste sind ja schon ein paar Höhlen, wo wir uns dann einfach mal so ein bisschen umsehen werden. Ja, das machen wir jetzt auch, würde ich sagen. Mal kurz ein Brot machen. Einfach schlichtweg, damit wir vorbereiteter sind. Aber was wir auf jeden Fall machen werden, ist mit zwei Spitzhacken zu gehen. Weil mit den paar Spitzhacken können wir nichts machen. Das kann ich euch jetzt schon verraten. Hier tun wir mal kurz die Weizenkörner rein. Hier oben den Weizen. Ja, und hier kommt das einfach rein. Dann tun wir hier oben das Zeug rein. Dann hole ich mir kurz Eisen. Machen wir jetzt nämlich zwei Spitzhacken, die wir auch brauchen werden, weil ihr kennt mich, wenn ich Ressourcen farm. Und auf jeden Fall mehr Fackeln. Auf jeden Fall mehr Fackeln. Das muss auf jeden Fall drin sein. So, mehr Fackel und mehr Eisen. Weil ich brauche Diamanten. Ich bin Diamond Guy. Ja, hab ich's gesagt? Nee. Karotten können wir mitnehmen. Pfeile auch. Das hier braucht man nicht. Erde brauchen wir aber. Falls wir mal irgendwo runterfallen oder so. Das sollten wir ja. Also hauptsächlich, um uns ein bisschen freier bewegen zu können im Stack. Können wir uns was zu essen mitnehmen? Tatsache, nehmen wir mal hier die Karotten einfach allesamt mit. Na toll, ich baue das hier natürlich wieder kaputt. Ist ja klar. Zählt was drin? Nein. So. Das wäre jetzt eigentlich vollkommen sinnlos, dass ich das jetzt weggebaut habe, aber auch egal. So, dann nochmal kurz hier. Zack. Dann würde ich sagen, gehen wir schon in die Wüste, um. Ja, wenn wir unten in der Wüste drin sind, macht es ja eh keinen Unterschied, ob oben Nacht oder Tag ist. Müssen wir uns so oder so durchkämpfen. Also wir müssen eh in der Wüste kämpfen, insofern. Also in der Wüste, ich Idiot, ich meine hier. Mit unserer Essensnachfrage. Wir werden auf jeden Fall das so machen. Zack. Ja, das werden wir auch so lassen. Die Steinaxt. Ach, egal. Ist jetzt nicht so verheerend, dass wir die Steinaxt mit haben. Ich habe jetzt keinen Bock, mich nochmal umzudrehen.
dann werden wir mal gucken, was wir für Ressourcen finden. Ist hier schon ein... Ah, ja, hier ist sowas im Eingang. Und ich sehe auch schon direkt das, was wir vergessen haben, was sehr gut für mich ist. Wir haben einen Wassereimer vergessen. Ich glaube, das haben einige Pros direkt schon gesehen. So, wow, du Idiot, du hast einen Wassereimer vergessen. So. Daran werden wir direkt auch... Das werden wir auch direkt mitnehmen. So. Wenigstens wissen wir schon mal, wo so ein Loch ist, wo wir uns dann das Zeug holen können. Nein. Einmal. Nehmen wir zwei mit. Ja, komm, wenn schon, denn schon. Mist. Nein, nicht rein. Ich bin Aufnahme. Ah, ne, wir müssen hier reinplatzen. Und die Axt können wir dann eigentlich auch schon sofort weglegen. Die Schaufel nehmen wir mal mit, falls wir auf... Ich glaube, ihr wisst schon, was stoßen. Erde, Kies, irgendwie sowas. Das bin ich schon immer dankbar, wenn ich eine Schaufel mit habe. Und wir müssen uns sputen. Ich möchte nämlich in die Höhlen noch, bevor es Nacht wird. Damit wir uns halt eben in den Höhlen einfach nur zoffen müssen und nicht noch hier draußen. Das wäre das Letzte, worauf ich Bock hätte. Mich auch noch draußen zu prügeln. So. Na, direkt wieder rein. So, warum wir uns übrigens den zwei Wassereimer mitnehmen, ist einmal der Grund, um hier ja, und was hören wir direkt schon wieder? Zombies. War ja klar. Wir brauchen hier aber schon mal Fackeln. Ich baue hier auch schon mal ein paar Fackeln direkt an. Gehen wir mal hier rein. Okay, Kohle finden wir schon mal. Machen wir hier schon mal eine Fackel hin. Und dann machen wir das so, nämlich. Ziehen wir uns nämlich schon mal Kohle. Gut, ich höre schon Skelette. Das heißt, wir können uns schon mal auf Kämpfe freuen. Ja, schon immer so ein bisschen spannend, was man so findet in so einer Höhlentour. Okay, hier ist eine Abzweigung. Da ist zwar Eisen, aber ich habe keinen Bock, mich mit der Abzweigung anzulegen. Deswegen gehe ich eigentlich dann schon mal direkt erstmal ins nächste Loch rein. Und da sind Ressourcen. Oh Mann. Scheiß drauf, die lassen wir, die hier werden wir nicht vergehen lassen. Hier ist Kohle und Eisen. Lol, wie viel ist hier? Hier ist ja schon wieder so eine kleine Schlucht. Lol. Lol. Lol! Wie viel kommt da denn noch? Hier kurz mal ein bisschen ausleuchten. Okay, wir haben hier direkt ein Höhlensystem unter der Wüste gefunden. Okay, ich glaube, das wird doch ein bisschen größer. Wenn hier ein Creeper explodiert, das würde ich mir nie verzeihen. Da oben haben wir auch ein Skelett. So. Kurz natürlich auch die Items krallen. Wenn wir schon jemanden umbringen, dann krallen wir uns auch seine Sachen. Da sind ja wie die Eskimos. Geht's denn hier lang? Ach nee, ne? Hier geht's wieder raus. Gut zu wissen, dann können wir hier einfach raus. Dann können wir hier ja schon mal die Ressourcen plätten, damit wir hier schon mal alles haben. So. Ja, gut.
Deadlock brauchen wir jetzt hier ja nicht so unbedingt, ne? So. Zack, ja, es ist jetzt schon mitten in der Nacht. Gut, gut. Ne, die kann schon gerne mal was passieren, ne? Aber nicht mit mir. So. So, einfach mal hier. Wo? Ach, ich glaube, über uns sind einfach ein paar. Ja, auf jeden Fall. Wir sind jetzt schon bei 11 Minuten. Gehen wir mal hier rein. Wäre mal schön, wenn wir einen Spawner finden, so einen Dungeon finden würden. Das wäre für mich einfach das Schönste. Ne? Das wäre wirklich echt toll. Aber wir kümmern uns jetzt erstmal um die Ressourcen. Warum wir eigentlich auch hier unten sind, ne? Wir sind ja eigentlich wegen den Ressourcen hier. Das Problem ist, unsere Fackeln gehen jetzt schon zu Neige. Wie ich Idiot habe keine Stickies mitgenommen. Ach. Pff, süß. Kleine Abzweigung für Kohle. Mal kurz hier noch eine kleine Fackel dran. Also Kohle werden wir danach wieder genug haben, das sehe ich jetzt schon. So. Und ich freue mich schon, wenn wir eine Diamond Pickaxe haben. So. Die werden wir dann auch später auch verzaubern mit Behutsamkeit oder so. Puh. Also ich glaube, hier werden wir gut was absahen. So, wir sind bei 12 Minuten. So. Ich frage mich, wie warm ist eigentlich in so einer... Obwohl eigentlich sollte es in solchen Höhlen ja relativ kalt sein, bis man näher am Erdkern ist. Da kommt es ja schon sehr auf die Distanz an, wie wo man genau ist in solchen Höhlen. Ich glaube, wenn man in so einer Gletscherhöhle ist, dann ist das schon garantiert ein bisschen kälter. Als in einer normalen Höhle, oder? Leute, ich freue mich. Das gibt wieder Ressourcen. Das gibt ohne Ende Ressourcen. So, kurz nochmal hier. Also wir kriegen auf hier... Ja, wir haben jetzt schon die Fackel, die Holzkohle, die Kohle haben wir wieder drin, die wir verbratzt haben. Die haben wir sowas von wieder drin. So. Ja, ja. Geht's da auch oben wieder raus oder was? Also ich glaube, hier gehen viele Gänge gehen hier wieder raus. Also nicht viele, aber schon ein paar. Ich hoffe, wir kriegen auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass wir auf jeden Fall das Eisen wieder reinbekommen, welches wir verschwendet haben. Also nicht verschwendet, was wir verbraucht haben. Das wäre ja auch schön. Ne? Wir haben momentan nur 19 Eisen. Oh, was ja nicht so viel ist. Im Vergleich zu dem, was bei uns in der Höhle, in unserer Lagerhalle rumfliegt. Und ich würde glatt sagen, dass wir schon ein bisschen mehr an Kohle haben, aber auch nur ein bisschen. Und scheiß Items umtauschen wäre auch geil, obwohl das kann man ja bei den Dorfbewohnern. Wir haben noch zwei Fackeln. Shit. Und hier leuchten wir wieder alles aus. Also nur irgendwie geht. Naja, da sind wir auch schon so kleine Heinis, ne, in Sachen Ausleuchten. Da sind wir. Warte mal kurz, das muss ich ihm einmal kurz machen, sorry, aber... Ja, wenn ich für das Innerliche in mir was verlangt hat, das mitnehmen zu nehmen. So.
Ja, wir sind jetzt schon eigentlich bei gleich bei 15 Minuten. Ich setze hier nochmal die letzte Fackel hin und ja, hiermit beende ich jetzt auch schon die Aufnahme. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen.